Ja, willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Kongresses zur E-Rechnung 2015. Ich hoffe, Sie haben die Pause nutzen können, um auch mit dem einen oder anderen Vortragenden noch die gehörten Inhalte ein wenig zu diskutieren. Ja, meine Damen und Herren, in diesem zweiten Teil machen wir eine Reise von der E-Rechnung zum E-Procurement, also der elektronischen Beschaffung im öffentlichen Auftragswesen. Ja, ich habe es schon ganz am Anfang erwähnt, natürlich macht auch der technische Fortschritt vor der öffentlichen Hand nicht halt. Die Reise, die endet nicht bei der E-Rechnung, denn künftig werden öffentliche Auftraggeber nicht nur verpflichtet sein, E-Rechnungen anzunehmen, sondern bis 2018 gilt es auch, die Beschaffung voll elektronisch abzuwickeln. Das heißt, nicht nur für den Bund, sondern vor allem für die Unternehmer, sich rechtzeitig auf diese Neuerungen auch einzustellen. Und wir wollen Ihnen gleich zu Beginn, bevor wir dann in die Praxis eintauchen, nochmal einen Ausblick und Überblick geben über die aktuellen Gesetzgebungsvorhaben und veranschaulichen, was die neuen Direktiven denn bedeuten für Auftraggeber genauso wie für Bieter. Ursprünglich wäre auf dem Programm der Herr Magister Krösfang angekündigt gewesen, den wir in dieser Stelle ersetzen. Wir freuen uns ganz besonders, einen würdigen Ersatz gefunden zu haben und sind sehr, sehr dankbar, dass er kurzfristig eingesprungen ist. Als Experte für Vergaberecht, Vertragsrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht, ein erfolgreicher Fachautor und auch Vortragender, zahlreiche Fachpublikationen natürlich auch herausgegeben zum Vergabe- und Europarecht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie kurzfristig angesprungen sind und schön, dass Sie da sind. Und einen herzlichen Applaus, meine Damen und Herren, für Dr. Matthias Oehler von Schramm Oehler Rechtsanwälte. Vielen Dank. Danke für die Einladung, heute vor Ihnen sprechen zu können. Meine Aufgabe, die ich übernommen habe, ist es, Ihnen in circa 15 bis 20 Minuten einen Überblick zu geben über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Grundlagen des E-Procurements oder auch E-Vergabe oder elektronische Vergabe und mit Ihnen gemeinsam auch eine Brücke zu schlagen von der E-Rechnung eben hin zur E-Vergabe. Das heißt, zu besprechen, wie Sie als Unternehmer überhaupt in die Lage kommen, eine E-Rechnung an einen öffentlichen Auftraggeber zu senden. Nämlich dann, wenn Sie einen öffentlichen Auftrag, der hoffentlich nach dem Bundesvergabegesetz gehörig ausgeschrieben wurde, gewonnen haben in einem Verfahren nach dem Bundesvergabegesetz. Und diese Verfahren nach dem Bundesvergabegesetz sind, wie ich annehme, Ihnen sicherlich aufgrund ihrer Komplexität und Langwierigkeit und oft auch ihres übertriebenen Formalismus wohl bekannt. Und dieser Formalismus ist es, der die Europäische Kommission schon vor Jahren dazu bewogen hat, eine Initiative zur Modernisierung des Vergabewesens zu starten. Und diese Initiative hat dann letztlich auch in die Einführung, und zwar in die Verpflichtung, der Einführung der E-Vergabe geführt. Das heißt, einer Elektronifizierung der gesamten Beschaffungsprozesse, wie es auch der Herr Dr. Lager mal in einem Buch beschrieben hat. Das heißt, man führt die Verfahren nach Bundesvergabegesetz im Wesentlichen im Netz, auf einer Plattform basierend durch. Genau. Ja, die E-Vergabe ist derzeit freiwillig. Das heißt, derzeit haben wir das Bundesvergabegesetz 2006. Wir werden nächstes Jahr das wahrscheinlich Bundesvergabegesetz 2016 haben. Das heißt, ein Bundesvergabegesetz, das basierend auf den EU-Vergaberichtlinien des Jahres 2014 neu geschaffen wird. Und dieses BFERG 2016 wird mit in Kraft treten, das heißt ungefähr April 2016, die grundlegenden Regelungen zur E-Vergabe enthalten. Und dieses Bundesvergabegesetz 2016 wird unter anderem auch sagen, dass die Auftraggeber zukünftig verpflichtet sein werden, ihre Beschaffungsvorhaben, ihre Vergabevorhaben eben elektronisch abzuwickeln, und zwar in einem Stufenmodell. Und zwar wird das Bundesvergabegesetz 2016 sagen, dass die sogenannten zentralen Beschaffungsstellen, das sind die Bundesministerien, das ist das Bundesrechenzentrum und das ist vor allem auch die Bundesbeschaffung GmbH, dass diese zentralen Beschaffungsstellen spätestens mit April 2017 ihre Beschaffungsvorhaben elektronisch abwickeln. Für alle anderen öffentlichen Auftraggeber, das heißt die Länder, die ausgegliederten Rechtsträger, die Gemeinden vor allem, für diese gilt die Pflicht zur E-Vergabe wiederum mehr als ein Jahr später. Das heißt, die müssen erst im Oktober 2018 ihre Beschaffungsvorhaben elektronisch abwickeln. Was heißt es nun, elektronisch abwickeln? Das ist ein Begriff, der sehr gern und sehr häufig verwendet wird. Ich glaube, man kann das am besten in vier Elemente unterteilen. Die zwei unteren Elemente,
die Bekanntmachung von Aufträgen, das haben Sie als Unternehmer bereits jetzt schon zu Genüge kennengelernt. Das heißt, wenn ein öffentlicher Auftraggeber ein Vergabeverfahren einleitet, dann wird er die Bekanntmachung, das heißt die Einleitung des Vergabeverfahrens, elektronisch bekannt machen über das Amtsblatt der Europäischen Union, wenn es ein Oberschwellenbereichverfahren ist, beziehungsweise in den österreichischen Publikationsmedien, wenn es ein Unterschwellenverfahren ist. Und Sie als Unternehmer können dann über diverse Provider oder Dienstleister, ich nenne jetzt nur einen von vielen, den Lieferanzeiger, eben Kenntnis oder Auftrag.at Kenntnis nehmen von diesen Vergabeverfahren. Das ist das eine, das ist schon längst Praxis. Das zweite, was auch schon längst Praxis ist, ist, dass die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Bieter jetzt schon zum Teil elektronisch, das heißt im Wesentlichen im Wege des E-Mails oder auch über die Inanspruchnahme einer Webpage des Auftraggebers erfolgt, zum Beispiel dadurch, dass ich als Bieter aufgefordert werde, die Ausschreibungsunterlagen auf einer Webpage des Auftraggebers downzuladen. Soweit, so gut. Was aber die E-Vergabe an wirklich Neuen bringt, ist eben wohlgemerkt die Pflicht. Die Ausschreibungs- und Teilnahmeunterlagen, das heißt die wesentliche Leistungsbeschreibung, die Zuschlagskriterien, die wesentlichen Verfahrensbedingungen, über eine Plattform den Bietern zukommen zu lassen, die die Unverfälschtheit, die die Fälschungssicherheit und Vollständigkeit und Echtheit dieser Ausschreibungsunterlagen garantiert. Das heißt, es wird in der Zukunft praktisch so ausschauen, wie Sie es jetzt schon vielleicht von den Plattformen kennen. Sie werden dann nachher von meinen beiden Nachrednern, dann Herrn Pritschitsch vom Anke bzw. der Frau Toppler von WEMAP, Näheres hören, wie Sie es bereits jetzt schon von diesen Plattformen machen können. Sie laden sich entsprechend die Ausschreibungsunterlagen runter. Eben auf dieser sicheren, unverfälschbaren Art und Weise, wie es das Gesetz vorschreibt. Und die zweite wesentliche Neuerung, vor allem für Sie aus Bietersicht, wird sein, dass Sie zukünftig Ihre Teilnahmeanträge und auch Angebote in einer Art und Weise abgeben werden, die eben auch diesem erhöhten Ausmaß an Sicherheit, Unverfälschbarkeit und Echtheit entspricht. Das heißt, Sie werden im Wesentlichen Ihre Angebote mittels einer sicheren elektronischen Signatur abgeben. Das heißt, auch hier wieder auf einer Plattform voraussichtlich hochladen. Das ist das, was die E-Vergabe für Sie im Ergebnis bedeuten wird. Ich gestehe zu, ich vereinfache hier ein bisschen. Warum mache ich das? Weil die Richtlinien eigentlich nur eine sehr rudimentäre Regelung der E-Vergabe vorsehen und es den nationalen Gesetzgeber, natürlich dann auch dem österreichischen Nationalrat, offen lassen, wie genau und in welcher Detailliertheit und in welchem Umfang die E-Vergabe umgesetzt wird. Also das Beispiel ist, die Richtlinien gelten ja bekanntermaßen nur im EU-Oberschwellenbereich, das heißt jenseits der 207.000 beziehungsweise bei Aufträge 5 Millionen in den klassischen Bereichen. Die Frage erhebt sich natürlich, was ist mit dem Unterschwellenbereich, was gilt für die Gemeinden, die notorisch überfordert sind, wie geht man damit um? Diese Frage wird dem österreichischen Gesetzgeber überlassen, wie der damit umgeht, wie weit er den Umfang der E-Vergabepflicht vorsehen wird. Das, glaube ich, können wir seriös erst im April 2016 wissen. Also hier ist noch ein großer Spielraum und hier werden wir schlicht und einfach abwarten müssen, wie sich der Gesetzgeber in Österreich entscheiden wird. Ja, warum machen wir diese E-Vergabe? Ich habe Ihnen schon gesagt, das geht auf eine Modernisierungsinitiative der Europäischen Kommission zurück. Das findet ja regelmäßig statt. Vergaberecht ist ja ein Recht, das einen sehr hohen Novellierungsgrad hat. Vielleicht nicht ganz so wie die Barrierefreiheit von Gebäuden, aber doch auch beginnend seit 1971 die ersten EU-Vergaberichtlinien zu diesem Thema. Hier, wie gesagt, diese Modernisierungsinitiative begründet durch die Erwartungen der Europäischen Kommission zu mehr Wettbewerb. Hier ist der vielleicht eher theoretische Gedanke, dass ich, wenn ich ein Angebot als Bieter elektronisch hochladen kann, dann eher ich als portugiesischer Bieter mich bereit erkläre, ein Angebot abzugeben. Ob durch diese Erwartungshaltung und den erwarteten höheren Wettbewerb dann wirklich die hier skizzierten Einsparungen erzielbar sein werden, zwischen 25%, hier ist die Rede von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Ob das wirklich realistisch ist, kann ich nicht beurteilen, dient aber natürlich oder diente als Grundlage für die Beschlussfassung über diese europäischen Richtlinien. Gehen wir hin zu mehr Praxis, zu mehr Fleisch,
Wir haben ja, wie gesagt, die E-Vergabe teilweise bereits freiwilligerweise in Anwendung. Hier gibt es ja einige öffentliche Auftraggeber, die das bereits anwenden. Und damit gibt es auch schon einige Vorerfahrungen auf Basis, wie gesagt, des jetzigen Bundesvergabegesetzes 2006. Und hier kann man schon einigermaßen ablesen, was das für Sie konkret als Bieter bedeutet, die Pflicht zur E-Vergabe. Das bedeutet ganz wesentlich und vielleicht auch ganz trivial, naja, Sie müssen sich die technischen Voraussetzungen schaffen, um hier mithalten, mitbieten zu können. Das heißt im Wesentlichen, Sie brauchen einen Internetanschluss, das klingt trivial, ist aber vielleicht doch nicht ganz so trivial, weil es auch hier schon Probleme gegeben hat, insbesondere was das Hochladen von Angeboten betrifft. Hier gibt es ja einige Service-Provider, bei denen das Hochladen von teilweise vielleicht sehr umfangreichen Dokumenten wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als ein Download. Also hier bitte als Bieter Acht geben, wie schnell hier bestimmte Datenvolumina auf eine Plattform des Auftraggebers hochgeladen werden können. Das ist das eine, die Internetanbindung. Und das zweite, was wesentlich ist, ist die Signatur, die voraussichtlich, weil sie auch jetzt schon im BFERG 2006 gefordert ist, auch zukünftig gelten soll bei der Abgabe von Angeboten und ich nehme auch an, bei der Abgabe von Teilnahmeanträgen. Das heißt, auch hier werden Sie sich als Bieter eine elektronische Signatur besorgen müssen, wenn Sie es nicht eh schon haben. Die Möglichkeiten dazu sind relativ einfach. Die möglicherweise einfachste Variante ist die Handysignatur, beziehungsweise ohnehin die Signaturmöglichkeiten, die Ihnen die Plattformen des Auftraggebers zur Verfügung stellen werden. Also diese beiden technischen Schritte müssen Sie machen. Und dann, was noch wesentlich wichtiger ist, müssen Sie üben, üben und üben. Warum? Weil es mit den Plattformen, das hat so auf sich. Sie werden heute zwei kennenlernen. Es wird über diese zwei, wahrscheinlich die marktmächtigsten Plattformen, auch noch andere Plattformen in Österreich geben. Eine sei erwähnt, die AWA Online oder zukünftig Provir der Österreichischen Bundesbahnen bzw. der ASFINAG. Es gibt auch noch andere private Anbieter. Es gibt Anbieter, die aus Deutschland hereindrängen. Das heißt für Sie als Bieter, Sie werden möglicherweise mit einer Vielzahl an Plattformen zu tun haben. Das heißt, Sie müssen sich bei jeder Plattform und damit möglicherweise bei jedem neuen Auftraggeber mit einer anderen Eingabemaske, mit einer anderen Menüführung, mit anderen Informationen, die eingegeben werden müssen, mit anderen Formularen, die Sie auf der Homepage ausfüllen müssen, konfrontiert sehen und Sie müssen das üben. Und üben bedeutet Zeit. Das heißt, hier wäre jetzt auch ein Tipp aus der Praxis, dass Sie sich Zeit nehmen, sich mit der Plattform Ihres Auftraggebers auseinanderzusetzen und einmal zu schauen, was ist da verlangt, was brauche ich da, was brauche ich da vor allem auch an Zeit und sich mit dem Ganzen vertraut machen. Was kann auftreten? Technische Störungen. Also hier gibt es ja auch schon viele traurige Geschichten, wo um 12 Uhr die Frist zur Angebotsabgabe abgelaufen ist, beziehungsweise abzulaufen gedroht hat. Der Bieter hat sich erst um 9 Uhr hingesetzt. 3 Stunden ist ja viel Zeit, aber wie wir Anwälte auch aus der Erfahrung wissen, wenn 3 Stunden vor Fristablauf scheinen 3 Stunden noch recht viel. Aber wenn so die Zeit dahin träufelt und plötzlich Ihr Bildschirm einfriert und Sie wissen nicht, was der Grund dafür ist, dann werden die 3 Stunden sehr schnell sehr, sehr kurz. Sie finden den technischen Fehler nicht heraus, Sie wissen nicht, ob der technische Fehler bei Ihnen liegt oder bei der Software des Auftraggebers. Sie wissen nicht, wen Sie kontaktieren. Sie wissen nicht die technischen Ursachen. Ist es eine Firewall, die verhindert, dass hier irgendein Sheet nicht hochgeladen werden kann, was auch immer. Also hier ist die Empfehlung, wie gesagt, setzen Sie sich am besten einen Tag vorher hin und geben Sie das ab. Sie brauchen hier vielleicht im Unterschied zu einem papiergebundenen Angebot keine Angst haben, dass irgendjemand von der Abgabe ihres Angebotes erfährt, weil die Plattformen natürlich verhindern, dass irgendjemand Einsicht nehmen kann in ihre Angebote, beziehungsweise auch je nach Plattform der Auftraggeber auch gar nicht die Möglichkeit hat, vor Ablauf der Angebotsfrist nachzuschauen, wer hat ein Angebot abgegeben oder überhaupt wie viele Angebote wurden bereits abgegeben. Ja. Also hier zahlt sich's aus, wirklich frühzeitig zu agieren und technische Störungen schon rechtzeitig zu verhindern.
Eingabefehler können auftreten. Das ist vielleicht nichts Neues. Sie haben die Erfahrung gemacht mit Excel-Sheets, die als Preisblatt von Ihnen abgefordert werden. Vielleicht vermehrt können hier Eingabefehler auftreten, indem Sie anstelle eines Einsers einen Zehner eingeben und dann auf Positionsebene vielleicht nicht auffällig für den Gesamtpreis, aber doch dann für die vertiefte Angebotsprüfung einen auffälligen Positionspreis hier generiert wird. Also hier bitte Obacht. Und ich habe schon erwähnt, das Erstellen von Angeboten kann länger dauern als gedacht. Und daher wäre eben als erstes To-Do für die Bieter, nämlich die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Ihr zweites To-Do als Bieter, nämlich machen Sie sich vertraut mit der Plattform Ihres Auftraggebers und üben Sie. Ja, ganz kurz noch zu den öffentlichen Auftraggebern. Was bringt die E-Vergabe für die öffentlichen Auftraggeber als To-Do? Naja, die müssen sich natürlich so eine Plattform beschaffen, es sei denn, sie basteln sie sich selber, also ÖBB und ASFINAG. Aber alle anderen müssen sie sich beschaffen. Das heißt, sie müssen ein Vergabeverfahren durchführen, sie müssen Zuschlagskriterien entwickeln und das ist, wie Sie wissen, natürlich eine Zeitfrage. Das heißt, hier braucht es auch hier einen gewissen Vorlauf. Es braucht auch einen gewissen Vorlauf für einen Testbetrieb. Das heißt, auch der Auftraggeber muss sich mit seiner Plattform vertraut machen. Sie muss vielleicht auch an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Da gibt es ja dann immer wieder so lustige Fälle, wo es nicht möglich ist, einen Teilnahmeantrag so zu öffnen, dass eine Bewerbergemeinschaft abgebildet werden kann im Angebots- oder Teilnahmeöffnungsprotokoll, sondern dass immer nur eine juristische Person als Bewerber dokumentiert werden kann. Also hier sind Anpassungen sicherlich für jeden Auftraggeber eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Es müssen die Ausschreibungsunterlagen an die E-Vergabe angepasst werden und es müssen, und das ist auch gleichzeitig eine große Chance für die Auftraggeber, interne Abläufe des Auftraggebers angepasst werden. Das heißt insbesondere, dass die E-Vergabe natürlich auch eine große Chance ist für die Auftraggeber, vice versa aber auch für Sie als Bieter, zur Vereinheitlichung. Das heißt zu einer gewissen Reglementierung der eigenen Beschaffungsdienststellen, der dezentralen Beschaffungseinheiten hier einheitliche Muster, einheitliche Formulare, webbasierende Formulare vorzugeben, zum Beispiel auch allgemeine Vertragsbedingungen, da ist es ja sehr beliebt, dass jede Stelle ihre eigenen dazulegt und hier eben eine sinnvolle Standardisierung eben vornimmt. Gut, also kurz zusammengefasst, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die E-Vergabe, die kommt. Es werden Unsicherheiten bestehen bleiben. Wir werden sicherlich viele schöne, interessante juristische Fälle damit haben. Aber, und das ist jetzt wiederum das Positive für Sie, die E-Vergabe bringt auch Chancen. Auch Chancen auf natürlich eine gewisse Fehlerfreiheit aus Ihrer Bietersicht heraus, weil natürlich auch Formulare verhindern dumme Fehler, unnötige Begleitschreiben. Aber auch natürlich die klassische Effizienz, der Effizienzgewinn für Sie als Bieter. Ja, damit lese ich jetzt vor, viel Erfolg, Rufzeichen und darf an die zwei Plattformsbetreiber das Wort übergeben. Danke. Danke an Sie, Herr Dr. Oehler.